Ich sprach gerade von einer leichten Bedienung des Thermomix und dieses ist möglich über unser Touch-Display. Auf der Startseite des Displays haben wir drei verschiedene Wählkreise. Durch Antippen des Wählkreises vergrößert dieser sich und mit Hilfe des Reglers können wir hier im ersten Wählkreis zum Beispiel die Uhrzeit eingeben. Minuten und Sekunden. Das zweite Symbol zeigt die Temperaturanzeige. Punktgenaues Erhitzen. Angefangen bei 37 Grad, das Ganze steigert sich, um hier zu erwärmen, um hier Dampf zu garen, um anzudünsten. Egal was es ist, das alles macht man über die Temperaturanzeige. Das dritte Symbol ist die Einstellung des Messers, die Geschwindigkeit, hacken, schroten, mahlen sowie auch pulverisieren. Sobald dass ich diesen Regler bewege und in die Einstellung bringe, verschließt mein Thermomix hier oben mit seinen Greifarmen. Ihr seht, aber wenn kein Deckel drauf ist, wird auch mein Thermomix nicht das Messer in Bewegung setzen. Es ist eine Sicherheit, dass ohne Deckel nichts in Bewegung gesetzt werden kann. Hier seht ihr, wie das Messer laufen tut. Das Messer in die verschiedenen Einstellungen, in die verschiedenen Geschwindigkeiten, um eben hier zu zerkleinern zum Beispiel. Und wenn ich wieder aufs Display schwenke, seht ihr, dass die Uhrzeit rückwärts läuft. Das heißt, wenn die Uhrzeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und dieses sagt mir, das ist fertig mit Zerkleinern oder auch mit Kochen. Dieser Klingelton kann vom Kunden frei gewählt werden, in der Länge der Einstellung, in die verschiedenen Klingeltöne oder auch in der Lautstärke. Jeder mag das anders und das macht er hier oben in die Einstellungen und tippt es sich hier drinnen ein. Also nichts anders zu bedienen wie auch auf einem Handy zum Beispiel. Wenn das Ganze eingestellt ist, können wir aber auch rüberwischen. In einem Thermomix sind ja über 30 Küchengeräte integriert und hier habe ich voreingegebene Funktionen, um mein Gerät natürlich auch manuell zu bedienen. Das ist auch ganz wichtig, weil ganz oftmals die Frage kommt, kann ich denn hier auch noch normal drinnen kochen? Natürlich könnt ihr das. Ein Thermomix ist ein Küchengerät, was euch unterstützen soll in der Küche. Und wenn ich Köche habe oder natürlich Kunden habe, die wo gerne kochen oder gerne selbst experimentieren, die können da ganz kreativ werden und auch ihre eigenen Rezepte hier drinnen natürlich nachkochen. Ich habe hier zum Beispiel eine integrierte Waage, drauf tippen, sofort ist die Waage an, ist sofort auf Null und wenn ich etwas reinwiege, zeigt mir das Ganze an. Ich habe eine Tara-Taste dabei, um natürlich auch dazu zu wiegen hier zum Beispiel. Und dann kann ich schon das nächste reintun. Sehr praktisch diese Waage. In der zweiten Funktion ist die Knetstufe, also wie eine normale Knetmaschine. Das Messer knetet hier im Intervallbereich, so gibt es keinen Knethaken, sondern das Messer knetet meinen Teig. Die Turbo-Taste als Hochleistungsmixer. Mein Thermomix spült sich aber auch von selbst vor, eine hervorragende Taste, um hier natürlich auch Verkrustungen zu lösen oder solche Sachen. Nutze ich selbst sehr, sehr oft, weil wer wäscht schon gerne ab, gell? Wasser erhitzen, auch hier wieder punktgenaues Wasser erhitzen. Teewasser wäre ein sehr schönes Beispiel. Das soll ja schließlich nicht bei 100 Grad kochen. Das erhitze ich vielleicht nur bei 65, 70 Grad oder auch andere Flüssigkeiten, Milch erhitzen oder solche Dinge. Ich kann hier langsam pürieren, gerade bei heißen Sachen wie Marmelade oder zum Beispiel Suppe. Slow Cooking, eine Funktion, Niedriggaren. Niedriggaren hat man bisher im Backofen drinnen gemacht. Das macht man heutzutage im Thermomix drinnen, wie bei Pulled Pork oder eine Sauce Bolognese. Ich brauche natürlich nicht so viel Strom wie ein Backofen und das ist das Effektive wieder, dass ich hier den Thermomix natürlich auch da wieder absolut stromsparend einsetzen kann und vor allen Dingen ein wunderbares Ergebnis rausbekomme, weil der Thermomix kocht für mich in dieser Zeit, wo ich wirklich etwas anderes machen kann. Ich kann hier in die Sterneküche reingehen und Sous-Vide garen. Sous-Vide garen, ein schönes Beispiel, Steaks. Steaks werden im Vakuum eingeschweißt, vakuumiert, sie werden vorgegart hier drinnen und wenn ihr mit diesen Funktionen nichts anfangen könnt, ihr braucht bloß da drauf tippen und da habt ihr diese Funktionen schon wunderbar erklärt und ihr braucht nur noch das machen, was er sagt und da ist das Ganze letzten Endes dann schon eingestellt hier drinnen.
Ja, fermentieren, Joghurt machen, Käse selbst machen, auch die Möglichkeiten habt ihr. Reis kochen steht nur da, aber es geht auch Quinoa, Hirse, Amaranth, solche Sachen natürlich da drinnen. Oder hier Soßen andicken, Soßen, Süße, wie Vanillesoße, Schokoladensoße, eine schöne, die in die herzhafte Seite rein, eine schöne Currysoße, eine Senfsoße. Ist beim Andicken ganz wichtig, beim Andicken kein Klumpen, kein Gerinnen und kein Anbrennen da drinnen. Ja, eine ganz freie Fläche hier noch. Auch diese Modis werden sich verändern. Es werden neue Modis dazukommen. Mein TM6 ist WLAN-fähig und wenn neue Updates verfügbar sind, dann zeigt mir das Gerät dieses an. Ich lade das neue Update runter und so wird sich euer Thermomix auch weiterentwickeln und mit der Zeit gehen. Und wenn etwas Neues in der Versuchsküche entwickelt wird, dann könnt ihr diese Funktionen ebenfalls nutzen.